So, hey Leute und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK und ihr seht auch schon, ich bin ausgerüstet für eine ganz besondere Mission heute. Nämlich haben mir viele Leute in die Kommentare geschrieben letztes Mal, Askalter, du wolltest doch mal in eine Höhle gehen, kannst du das nicht bald mal machen? Und da ich ja mit der Pelzrüstung endlich mal fertig geworden bin, dachte ich mir, Leute, das ist eine perfekte Idee. Wir werden nun die gefährliche Höhle suchen, die ich ja schon mal gesehen habe und wo ich unbedingt rein wollte. Und ich habe richtig Angst. Wir müssen einfach mal gucken, der Eingang ist da gleich rechts um die Ecke und ich habe da richtig Angst, Leute. Weil es sind so gefährliche Kreaturen. Das könnte sein, wenn wir da reingehen, dass wir sofort sterben. Ich weiß nicht, ich war da noch nie drin. Ich habe keinen blassen Schimmer, was uns erwarten wird. Also ich bin genauso gespannt wie ihr. Mal schauen, ob wir das lebend überleben. Auf jeden Fall sieht der Eingang schon ziemlich cool aus. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an Skyrim. Da gibt es ja auch Höhlen, wobei es in diesen Höhlen meistens Quests und sowas gibt. Aber wer weiß, was hier drin ist. Naja, also... Ich weiß auch nicht, es gibt ja verschiedene Höhlen. Es gibt Höhlen, die sind für Level... Also für niedriglevelige. Und es gibt Höhlen, da muss man schon sehr hohes Level sein. Und bei dieser Höhle, schaut sie euch an, Leute. Das ist einfach genial. Da habe ich keine Ahnung, ob wir da einfach so rein können. Auf jeden Fall, ihr seht da... Sollte man einfach so rein können. Also hier, ein Spieler kommt durch. Ein Dino kommt hier eher nicht durch. So, ein Glück, dass ich meine Fackel habe. Denn ohne Fackel ist das hier ein bisschen... Ja, gruselig. Leute, ich habe Angst. Ja, momentan ist doch alles gut. Also bisher sehe ich da noch nichts Gruseliges. Wir sollten aber sehr stark aufpassen, weiß ich. Denn an jeder Stelle könnte sich irgendwas verbergen, was uns töten möchte. Ich weiß nicht, was es hier für Kreaturen gibt. Wahrscheinlich irgendwelche Riesenspinnen und Skelette und... Leute, das ist ein Lagerfeuer. Hier war sogar schon mal jemand. Könnte es sein, dass hier tatsächlich schon mal jemand war? Ja, hier war sogar echt schon mal jemand. Und zwar ein anderer Spieler namens Benz. Ich hoffe, der fährt einen schönen Benz. Genau, das könnten wir vielleicht auch mal anmachen, wo ich habe jetzt, glaube ich, kein Holz im Inventar, das ist schade. Aber ich habe wenigstens ein bisschen Fleisch, so müssen wir mal weiterschauen, ob wir hier, was wir hier finden werden, ne? Weil ihr seht, hier können wir wieder stehen, wobei wir ja auch aufpassen müssen, wenn wir hier gegenspringen. Okay, kriege ich keinen Schaden, ich dachte, da würden wir aufgespießt werden. Oh, da hinten ist eine Fledermaus, oder? Oh, das ist ein Petri, der sich hier verirrt hat. Oh, Leute, das ist ein Riesenspinn. Oh, oh. Oh, oh. Leute, Leute, ich werde angeschossen, Leute. Okay, okay, okay. Okay, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Da, Leute, da war einfach eine Riesenspinne, wie in Skyrim. Ich weiß nicht, ob wir die einfach so ohne Magie in Skyrim haben. Einfach Feuer in den Händen. Das ist ziemlich einfach. Aber hier können wir das schaffen. Yo, wir schaffen das. Okay. Holen wir die Flinte raus. Ich kann ja auch gut im Sitzen schießen. Also, Spinne, komm her, wenn du dich traust. Ich habe nämlich eine Waffe. Und ich werde sie benutzen. Leute, da ist aber eine Giftspinne. Okay, wo ist sie? Wo ist sie? Spinny? Moment, das ist sie doch, oder? Da ist auch... Sind das Fledermäuse oder sind das Petris? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Lieber nochmal die Fackel hier. Und es gibt auch, das Coole ist, es gibt jetzt einen Avatar, dass man zwei Hände benutzen kann. Wir haben einmal Offhand. Ich glaube, die Fackel kann man da nicht reintun. Und damit ist eher so ein Schild gemeint. Es gibt jetzt ein Schild, das man benutzen kann. Das ist ziemlich cool. Das heißt, wir können einfach uns blocken. Dann ist das schade, dass man zwar nicht das irgendwie so machen kann. Eine Fackel, eine Hand Fackel, eine Hand Axt. Geht leider noch nicht. Aber naja, wir können ja auch einfach die Gamma hochstellen. Ne? Machen wir mal hier auf 4, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Können wir hier irgendwas abbauen? Ne, bisher... ich weiß nicht, ob das... Die Steine hier sehen sehr interessant aus, aber abbauen können wir die anscheinend nicht. Ich habe nur gesehen, da waren nachher ein paar hässliche Spinnen. Hier sollten wir sehr stark aufpassen, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie stark die Giftspinne... Oh, Leute, Leute! Das ist einfach eine Tarantula! Okay, Leute, ich hab eine Waffe. Stirb! Okay, oh, Leute, okay, ich habe sie getötet. Eine Araneo war das. Ich habe nie zuvor so ein Viech gesehen. Da war noch eins. Leute, okay, wir sind nicht alleine hier. Oder beziehungsweise die ist nicht alleine. Da sind sogar noch mehr. Das ist wie die Kakerlaken. Stirb. Okay, die sind relativ, die kann man auch... Okay, Leute, ich hatte ja schon richtig Angst. Ne? Ich dachte schon, jetzt sterben wir alle. Die sind so mega stark. Ihr habt gesehen, so stark sind die gar nicht. Guck mal, der hat sogar schon Spieler gefressen, haben wir gesehen, ne? Uah! Stirb! Okay.
Also ihr habt gesehen, in seinem Inventar, da sind sogar schon Spielersachen drin. Da wahrscheinlich der Benz, der dachte sich so, ja, ich kann da, wo damals seine alte Base war, geh ich mal rein, mach ein Lagerfeuer und dann klatsch ich bei Spinnen, ne? Dachte er sich so, ne? Aber wir haben gesehen, es ist hier sehr gefährlich. Was haben wir denn da Schönes? Das müsste Metall sein, glaube ich. Oder ist das sogar ein besonderer Stein? Nee, das ist einfach ein ganz normales Metall. Das kriegen wir auch auf den Bergen eigentlich. Dafür müssen wir jetzt nicht in so eine düstere Höhle gehen. Eigentlich. So, machen wir mal wieder Gamma auf normal, damit wir auch das Feeling dafür haben. Aber wir haben gesehen, die Spinnen können uns nicht viel an. Aber ich brauche keine Angst haben. Jedenfalls nicht so viel, wie ich sie habe. Genau, wir kriegen einfach nur ein bisschen. Okay, dann müssen wir anscheinend hier das... Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Leute, es ist gruselig. Okay. Jeden Moment könnte etwas passieren. Und ihr meint ja, Aschkalter macht die Gamma hoch. Und manche meinten so, Aschkalter macht sie nicht hoch. Deswegen, die Meinungen gehen da breit auseinander. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde mich hier noch sehr oft verirren in dieser Höhle. Okay. Okay. Alles sicher. Ihr könnt nachkommen, Leute. Moment, ich bin hier alleine. Oh, Leute. Ohne Team. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Geht niemals ohne Team in eine Höhle. Was ist denn das? Kristalle. Wow, Leute, hier haben wir Kristalle. Und ich habe irgendwie mal gelesen, die sollen richtig gut sein. Hier muss ich auch die Gamma hochstellen. Denn hier, für die Kristalle, die sind richtig gut. Also habe ich gehört, ne? Da meinten welche, Aschkalter, geh mal in diese Kristallhöhle und bau die Kristalle ab. Wobei ich nicht weiß, wie man die jetzt abbaut. So anscheinend. Einfach absammeln. Muss man gar nicht zerschlagen. Ich habe nicht gehört, die sollen sehr, sehr gut sein. Was heißt gut? Ich weiß nicht, wofür man die braucht, aber... Leute, wir sind eingesperrt hier gerade, oder? Können wir hier rum? Nee, wir müssen wahrscheinlich erstmal diese Kristalle hier irgendwie weghauen. Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, irgendwo bin ich eingeklemmt und ich komme nicht raus. Das ist ganz gut. Ja, springen funktioniert immer, Leute. Im Zweifelsfall immer springen. So kommt man immer irgendwie raus. So, und ich komme jetzt wieder nicht weg von der Stelle. Also, die merken wir uns. In der Höhle. Passt da sehr gut auf. Und duckt euch immer nicht. Das sieht aus wie blutiger Stein. Es sieht aus wie in so einem Horrorspiel. Man sieht einfach voll wenig. Die Steine sind so... Haben so eine merkwürdige... Ist das Blut? Komm, das sieht doch aus wie Blut, oder? So im Dunkeln. Ich kann ja mal Gamma ein bisschen höher stellen. Das ist Blut, Leute. Das ist ganz klar Blut. Aber die Fackel schützt uns anscheinend davor. So, ihr seht schon, das erinnert mich wirklich so ein bisschen an Skyrim. Und es hat ja auch ein bisschen was an Gefährlichen an sich, ne? Wenn wir auch da überlegen, das sind nachher die Petris, die wahrscheinlich gar keine Petris sind. Ich schätze mal eher, das sind so eine Art Fledermäuse. Wenn wir trotzdem mal versuchen zu... anzuschießen. Mal schauen. Oh, Leute, jetzt leckt es aber. Und da sollten wir nicht runterfallen. Ich glaube, da kommen wir nicht weg. Und was ist das? Wow, Leute, okay. Was sind das denn? Greifen? Wow! Was ist denn jetzt passiert? Leute, ich bin einfach gestorben. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Entweder waren diese... Ich weiß nicht, was das war. Waren diese Viecher zu stark? Oder aber... Ich bin in irgendwas reingefallen, was mich sofort tot gemacht hat. Ich weiß nicht, was davon war. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, Leute. Also wir sehen uns gleich wieder. Aschkalter gibt nicht auf. Merkt euch das. Bis gleich. So, Leute, und da bin ich auch wieder. Und ja, ich habe echt die Vermutung, dass es sich dabei wirklich um eine Art Giftlache gehandelt hat. Beziehungsweise eine, ja, wie soll ich das sagen, ein Boden. Wenn man den berührt, sofort, ihr kennt das ja vielleicht, habt ihr das Spiel auch mal gespielt, könnt ihr mir in den Kommentare schreiben in der Klasse. Der Boden ist Lava, ihr dürft nicht auf den Boden. Haha, das habt ihr bestimmt auch alle mal gespielt. Das kennt ihr bestimmt alle, wie das Feuer brennt. Und so ist es hier wahrscheinlich auch. Der Boden ist irgendwie so ein Gift und wenn wir da rauffallen, sterben wir. Ist so meine Vermutung. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Noch nicht. Aber davon sollten wir lieber ausgehen, ne? Aber um sicher zu sein, versuchen wir mal nicht auf diesen Boden da zu fallen. Zum Beispiel hier auch. Da sollten wir am besten nicht rein, glaube ich. Also müssen wir dann wirklich schon springen. Und wenn wir Pech haben, genau, fallen wir runter beim Springen. Und deswegen sind auch diese Viecher ganz nervig. Denn diese Viecher können einen wahrscheinlich auch runterschubsen. Oh, Leute, guck mal, war da. Das ist eine Art, ich weiß nicht, Kristall. Was der genau macht, dieser Kristall, kann ich leider nicht sagen. Aber er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und alles, was cool aussieht irgendwie, ist auch meistens cool. Ja, ich werde einfach mal versuchen, da irgendwie hinzukommen. Ich weiß nicht, am besten durchspringen. Ich weiß nicht, ob wir von da... Genau, hier sind wir, glaube ich, letztes Mal reingefallen.
Wie kommen wir denn da jetzt hin, ohne zu sterben? Ich meine, die Decke ist hier hoch genug, hier können wir sogar schon laufen. Hier könnten wir theoretisch rüberspringen. Guck mal, da hinten ist zum Beispiel eine Spinne. Das heißt, ich... Anlauf und... Wow, Leute, ich hab's geschafft. Ich bin hier rübergesprungen. Niemand hat mich verfolgt. Und ihr seht hier Looting Crate. Das heißt, wir können da theoretisch reingucken. Wir sehen eine Pistole. Okay, ich habe das Viech zerstört. Also dieses Looting Crate. Ist ja wie gesagt, wie so ein normaler Loot. Nur halt diesmal, dass er in dieser Höhle drin ist. Und wenn das alles ist in dieser Höhle, dann würde ich hier ganz schnell wieder weg. Weil ich richtig Angst habe, dass wir einfach runterfallen. Schau dir das an, hier ist nicht viel, oder was soll das sein? Wir nehmen mal unsere Spitzhacke dabei. Wie gesagt, das ist echt so ein bisschen scary, muss ich ganz ehrlich sagen. Obsidian, das brauchen wir, das ist ganz wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wer weiß warum, da kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Aber Obsidian brauchen wir auf jeden Fall. Sondern auch Kristalle. Wofür wir Kristalle brauchen, weiß ich noch nicht. Obsidian, weiß ich, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Auch später für Waffen. Ist Obsidian auf jeden Fall von Vorteil. So, Crystal. Ist nicht so wie in Minecraft, sondern wirklich hier hat es auch eine andere Bedeutung. Auch mal eine vernünftige Bedeutung. Gut, mein Inventar ist fast voll. Da muss ich aufpassen jetzt. Muss zur Not ein bisschen Metal wegschmeißen, weil davon haben wir eh genug. Aber Obsidian ist relativ selten. Und das braucht man auch sehr häufig. Besonders beim Waffenbau. Und bevor jetzt jemand rummeckert, okay, ich mache Gamma. Es sei denn, ihr meint, nee, ist kalter, die Atmosphäre geht dadurch kaputt. Ja, und jetzt seht ihr hier zum Beispiel wieder das Verderben. Und das ist mit dem Blut, glaube ich, auch diesmal gerechtfertigt. Wenn ich da nämlich irgendwas reinschmeißen würde, können wir ja mal gucken, was dann passiert. Das schmeißen wir einfach mal rein. Passiert nichts. Okay. Aber, wenn ich mal die Gamma jetzt runterstelle und da irgendwie Fackel reinleuchte, sehen wir, okay, das Paket ist noch da. Hm. Und ich verstehe auch nicht, die Monster sind auf einmal weg. Die waren ja vorhin noch da und ich weiß nicht, warum die auf einmal weg sind. Vielleicht haben die irgendwie auch Angst oder sind da alle reingefallen. Keine Ahnung, es muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Hide brauche ich nicht. Wir schmeißen mal alles weg, was uns irgendwie gerade belastet. Besonders Metall hier. Genau, ein bisschen Fleisch könnte ich auch noch essen dabei. Auch wenn ich noch gar nicht so viel Hunger habe. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen schneller. Jetzt können wir auch springen. So, von diesen... Genau, kann ich leider nichts mehr abbauen. Die sind nämlich irgendwie schon abgebaut, auch wenn wir da nichts mehr machen können. So, und wichtig ist hier, dass man wirklich eine Fackel hat, ansonsten ist man verloren. Oder macht man halt Gamma hoch, trickst da so ein bisschen. Wir schauen mal, wie weit die Höhle noch geht. Also wir haben gesehen, wir haben da so ein Loot bekommen. Wow, das war knapp, ne? Ich dachte schon, ich würde jetzt reinfallen. Ich hab nämlich, ich weiß ja noch nicht, ne? Es kann ja auch sein, dass da gar nichts passiert. Dass ihr meint, so Askalda, da passiert gar nichts. Aber ich glaube schon, dass man da stirbt, weil da kommt man ja auch eigentlich nicht mehr raus, wenn man da einmal drin ist. Von daher wäre es eigentlich ziemlich logisch, dass man da drin auch sterben kann. Okay, hier waren wir schon mal. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich werde mich hier verirren. Das werde ich wahrscheinlich ja auch. Aber schaut euch das mal an. Hier findet man einfach nichts wieder. Sieht alles irgendwie gleich aus. Und was ist das? Das ist wahrscheinlich Metall. Ja, einfach nur Metall, ne? Wir haben hier ein großes Metallvorkommen. Und hier waren wir ja vorhin schon. Mit den Kristallen. Also hauptsächlich eigentlich, diese Höhlen bieten uns Metall. Das können wir daraus lernen. Ein, ja, Loot. Das heißt, wir können hier was draus gewinnen. Und ein bisschen Obsidian und ein paar Kristalle. Also mehr bringen die nicht, glaube ich. Wir können ja gucken, ob wir hier auch bei den Felsen was abbauen können irgendwie. Nee, geht nicht. Und ihr seht, obwohl ich die Pelzrüstung trage, zeigt ihr mir immer noch an, dass mir kalt wäre. Aber mir ist gar nicht kalt. Ich weiß ja nicht, was die alle haben hier. Also diese Höhlen. Jetzt wissen wir, was es mit den Höhlen auf sich hat, ne? Jedenfalls teilweise. Ja, was heißt teilweise, ne? Wir wissen ja schon jetzt in dieser Höhle, was es hier alles gibt. Also Loot, es ist wahrscheinlich, dass es hier, ja, dass man hier bestimmte Waffen kriegen kann. Zum Beispiel den Raketenwerfer kann man hier bestimmt auch schon finden. Ich habe jedenfalls von jemandem mal gehört, ich glaube, das war der Komiker, der hat hier einen Raketenwerfer gefunden. Wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob das hier war. Komm, ist das Obsidian? Das testen wir mal. Ich glaube, hier kann man wirklich, wenn man in einer starken Höhle ist, beziehungsweise, ja, was heißt starke Höhle, in einer sehr, sehr gefährlichen Höhle, kann man hier auch sehr, sehr gute Items bekommen. Wir haben gesehen, wir haben jetzt einfach nur eine Pistole bekommen, ist jetzt nicht wirklich gut. Aber es ist wahrscheinlich auch dem Schwierigkeitsgrad der Höhle entsprechend. Und die ist wahrscheinlich nicht so schwer. Ihr seht, die Monster sind komischerweise jetzt weg. Vielleicht, weil ich das Feuer, das Lagerfeuer angemacht habe, vielleicht hat es die vertrieben. Genau, da möchte ich lieber nicht runter. Aber seht, ich glaube, das war es auch mit dieser Höhle. Ich glaube, hier viel ist ja nicht mehr. Also wir ganz umsonst gestorben. Ich dachte, wir würden hier noch tolle Sachen finden. Ja, Eisen, Metall. So viel zum Thema erste Höhle. Wir buddeln uns hier mal durch. Also Gamma hoch auf 4 und dann buddeln wir uns hier mal durch. Wobei können wir überhaupt... Ach, wir können jetzt gar nicht abbauen, fällt mir gerade auf.
Na doch, können wir schon. So, das machen wir einfach mal im Knien. Das geht alles leichter. Aha. Nee, hier geht's nicht weiter, glaube ich. Ich glaube, wir haben wirklich alles erforscht. Ich glaube, dieser Loot war einfach alles, was so in der Höhle überhaupt war. Glaube ich einfach mal. Ich denke es. Ich denke, das ist wirklich so eine Anfängerhöhle, in der nichts Gefährliches war. Wir haben jetzt gesehen, man muss aufpassen vor den Monstern. Ich dachte ja, ich war ja vorher ein bisschen vorsichtiger, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann... Ascalda, was sterbst du? Ich bin ja im Endeffekt doch gestorben irgendwie. Das lag wahrscheinlich nicht an den Monstern, sondern wirklich an diesem Boden, was ich noch nicht wusste. Wissen wir aber jetzt. Merken wir uns. Passiert nicht nochmal. Ja, aber ich glaube wirklich, dass man hier nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, das ist das Einzige, was hier drin ist, sind Obsidian, Kristalle und halt ein Loot. Ist halt so das Hauptsächliche, was man hier finden kann. Ihr seht, hier sieht das wieder ein bisschen dunkler aus. Jawohl, mit Fackel sieht alles immer schön aus. Mit Fackel könnte man theoretisch überall hingehen. Nee, ich glaube, hier geht es nicht weiter. Hier waren wir überall schon. Auch hier. Also, ja. Wir könnten theoretisch schon nach Hause gehen wieder. Weil wir merken schon, die Höhlen sind gut, wenn man Metall, Obsidian, Kristalle farmen möchte und sich zusätzlich noch eine schöne Waffe dazu verdienen möchte. Ist mein Fazit aus dieser Höhlensache. Aber mich wundert es jetzt echt noch, warum hier keine Monster mehr sind. Was wirklich nur daran liegt, dass ich... Oder waren wir hier überhaupt schon? Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir sogar noch nicht. Obwohl, doch. Hier müssen wir auch schon gewesen sein. Hier müssen wir, glaube ich, auch schon gewesen sein. Genau, hier war der Loot, glaube ich. Aber in die Richtung sind wir noch nicht weiter. Hier. Genau, ich habe hier auch was gehört. Guck mal, da... Oh, da kommt ein Wind. Ihr hört ihn ganz stark. Der könnte mich hier gleich reinschubsen. So, und da ist ein Viech. Hallo, Wild Arneo und ein Oink. Oder Onik, wie sie auch immer ausgesprochen werden. Aber da sind noch welche. Keine Angst, ich erschieße euch schon. Ja. Möglichst auch auf das Viech drauf. Eigentlich habe ich es doch getroffen, oder? Ja, jetzt habe ich es endlich mal getroffen. Wir müssen nur aufpassen, dass mich das Viech nicht reinschubst. Ich weiß nicht, ob die einen irgendwie reinschießen können. Das wäre natürlich gefährlich sonst. Aber ihr seht schon, haben wir getroffen. Sehr gut. Kommt dieser Oink. Ja, dann machen wir mal die Gamma ein bisschen höher. Die sind da alle im Dunkeln. Die haben wahrscheinlich Angst vor dem Licht. Aber ihr kommt mir nicht, meine Onyx. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich weiß auch nicht. Stellt euch mal vor, die könnte man zähmen. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man die zähmen kann. Ich glaube, die kann man einfach nur töten. Aber wenn man die zähmen könnte, würde ich mir echt gerne so ein Viech zähmen. Ich glaube, das können wir in unserer Base auch gar nicht. Ich meine, die werden wahrscheinlich einfach nicht ans Tageslicht gehen, wenn sie sofort verrecken. Aber sonst würde ich mir so ein Teil echt gerne mal ins Haus stellen. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, soll so langsam... Oh, zu hell. Langsam wird auch meine Munition mal knapp. Ich habe auch nicht unbegrenzt Munition. Hey, Spinny, du siehst so süß aus. Weißt du das eigentlich? Ich glaube, das weiß sie. Wir müssen irgendwie anders an die Sache rangehen. Genau, erstmal können wir hier ein bisschen Obsidian abbauen. Oder auch nicht. Das ist immer wirklich ein Spiel von Gamma. Ich glaube, in diesem Fall darf ich es auch benutzen. Es sei denn, jemand, nein, das gerade auch in diesem Fall. Benutze es nicht. Können wir das denn irgendwie abbauen? Diesen Stein. Ja, das können wir tatsächlich machen. Und ich glaube, es ist einfach nur, haben wir dadurch irgendwas bekommen? Hey, Arneo, Chitin kriegen wir dadurch. Okay, durch diesen Stein, weiß nicht, was wir dadurch bekommen haben. Wahrscheinlich war das Obsidian. Gehe ich mal stark von aus. So, was haben denn unsere Fledermaus-Kumpanen mit... sich zu bringen. Ja, dem auch so einige Spieler schon auf dem Gewissen sehen wir hier. Einen Stein schenke ich den und Metall brauche ich eigentlich auch nicht. Chitin wiegt halt nichts, ne? Ich würde auch sagen, ich würde jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen auf Pfeile gehen. Weil Pfeile, wie gesagt, wiegen auch was und die müssen ja auch weg. Wobei, wie viel sie... Sie wiegt gar nicht so viel, ne? Aber ihr seht, Pfeile wiegen viel mehr. Die müssen wir weg... Die muss ich unbedingt wegbekommen. Ja, aber nicht, was wir gebrauchen könnten von dieser Fledermaus. Schauen wir mal beim nächsten hier. Aber die haben anscheinend alle irgendwelche Spieler getötet. Da haben sich wohl schon etliche Leute dran versucht. Da ist wieder so ein Viech. Hey! Ja, ja, komm mal her, ich rede mit dir. So, in diesem Fall braucht man wirklich Gamma, ne? Oder halt ein Campfire. Ansonsten, wie soll man hier denn hier überleben? Das sind Fledermäuse, Spinnen. Wenn man da Gamma nicht benutzt, ey Leute.
geht hier niemals ohne Gamma hin. Ihr seht schon, mit Pfeil und Bogen dauert das ziemlich lange. Anführungsstrichen lange. Also wir sind froh, dass wir die Waffe haben. Aber, oh. Spinny! Musst du mich unbedingt vergiften? Moment mal, ich kann nicht mehr schlagen. Ach so. Es leckt wahrscheinlich einfach nur gerade. Ja, aber ich kann wirklich nicht schlagen. Aber sie ist auch tot. Und ich wurde eingewebt, Leute. Was ist denn das jetzt hier? Guckt euch das mal an. Ich wurde eingewebt. Von einer Spinne. So sieht das aus. Das ist ja echt die Horrorhöhle hier. Ja, Arin, wie auch immer du heißt, Spinne. Wir können das anscheinend im Knien gar nicht benutzen, hier unsere Axt. Aber wir haben gesehen, beim Campfire gehen die nicht hin, die Spinnen. Weil es da wahrscheinlich hell ist, aber hier ist es nicht hell. Und hier gehen sie hin, weil es hier einfach richtig dunkel ist. Also sind einfach anscheinend lichtscheu. Ja, dann geht mal alle weg hier. Ihr gehört hier auch nicht hin. Ihr Spinnen. Auch wenn die nicht stark sind, man sollte wirklich damit Respekt hingehen. So, können wir hier rüberspringen, ohne zu sterben. Ja, das geht noch. So, ich bin der schnelle Schießer. Und ihr merkt, hat geklappt. Super. So, wie können wir denn, wenn wir einmal einen gezogen haben, können wir auch ganz leicht wieder weg damit. Ja. Dann haben wir wieder so eine Fledermaus. Ne, du wolltest uns vorhin ja mal, wolltest uns was, ne? Ja, ja, du Fledermaus. Dein Fleisch fressen wir. So, dann haben wir wieder Obsidian. Das ist natürlich auch, da freue ich mich sogar bei Obsidian. Nee, Fernglas brauchen wir hier nicht. Nee, das ist einfach nur Stone und Obsidian. So, und Kristalle wiegen glaube ich auch und ich ziehe nämlich auch gerne an mich. Weil ich weiß noch nicht, was wir damit machen können, aber ich denke mal, irgendwas Gutes. Gehe ich einfach mal so von aus jetzt, ne? Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, was man mit Kristallen machen kann. Und es sieht so langsam. Ich dachte ja, wir hätten eigentlich alles erforscht in dieser Höhle, aber da kommt immer mehr hinzu, wie wir jetzt gesehen haben. Man muss wirklich die Augen offen halten. Und da wird wahrscheinlich. Ich höre da was. Da wird noch ein Root sein. Also wird noch was sein, was wir ausnehmen können. Also wieder was zum Looten. Zum Beispiel, was ist das da? Obsidian. Und mein Inventar ist fast voll. Was ist dieser Apfel hier? Die Wand hier macht mir so ein bisschen Angst. Sieht so ein bisschen gruselig aus. Hey Spinny! Wie geht's dir? Nimm dies! Und dies! Hä? Und dies! Spinny! 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 Oh! Ja, Leute. Also mit Obsidian haben wir bald schon genug. Was nur noch jetzt fehlt, ist mehr Platz im Inventar. Also ich hätte wirklich mal meinen Raid ein bisschen hochleveln sollen. Merke ich jetzt gerade, weil wir sind schon ziemlich schwer hier. Wir müssen ja überlegen, Steine haben wir viele. Das Fleisch brauchen wir nicht. Obsidian haben wir auch schon recht viel, wiegt schon 17 Kilo. Aber das möchte ich auch nicht so gerne hergeben, ne? Weil das Obsidian ist wirklich gut. Aber was hat es damals auf sich? Das ist bestimmt so eine Art Wabe, wo die alle rauskommen. Also ich habe da echt so ein bisschen, das macht mir so ein bisschen Angst. Was auch immer das sein soll. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie gar nichts auf sich hat. Aber ich habe das Gefühl, hier kommen wir nicht mehr lebend raus. Hier müssen wir wirklich schon kriechen. Ja, man kann sich einmal hinknien und man kann sich auch hinkriechen. Und hier müssen wir wirklich schon kriechen. So schlimm ist das. Wie gesagt, die Waffe ist bereit. Im Zweifelsfall sind wir gut ausgerüstet. Ja. Nicht, Leute, ich denke echt, das wird ein Fehler gewesen sein, hier einfach wirklich die Höhle ein bisschen zu stören, sozusagen. Wahrscheinlich werden die uns gleich angreifen. Was auch immer da sein mag. Ach, wahrscheinlich sind die einfach, die sind einfach nicht despawned, die sind einfach alle hierhin. Die ganzen Viecher. Die dachten sich alle, oh, der Ascalda, der wird hier bald unser Geheimversteck hier finden. Oh, was ist denn das hier? Leute, sieht das nicht episch aus? Leute, es sieht verdammt episch aus. Was hat es damit auf sich hier? Leute, da gehen wir einfach mal ganz nah ran. Da müssen wir nah ran. Aber geht irgendwie nicht. Warum kann ich mich denn jetzt nicht mehr bewegen? Entweder es leckt gerade oder es buggt oder ich weiß auch nicht, was genau hier passiert. Aber ihr seht schon, das sieht verdammt cool aus. Irgendwie. Hey, Freund! Ich weiß, du willst sterben. Gib's auch zu. Yeah! Okay, mein Onyx ist auch jetzt tot. Was ist das da? Das sieht aus wie Schnee.
Aber ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Und ich ziehe dieses leuchtende Artefakt. Oder es ist ein Artefakt. Mein Bogen ist zerbrochen, das ist ein bisschen unvorteilhaft, glaube ich. Aber wir haben einfach ein Artefakt. Und da ist ein Artefakt of the Sky Lord ist da drin. So, was es auch immer mit diesem Artefakt auf sich hat, ich weiß es nicht. Oh, es blendet. Aber wir wissen jetzt eins. Was wissen wir denn jetzt, Skalda? Was wissen wir denn jetzt? Wir wissen jetzt, es gibt Artefakte. Und wir werden alle finden. So, was hat es vorhin mit dieser Honigwabe auf sich? Das ist auch eine gute Frage. Oder knien wir noch? Oh, wir liegen sogar noch. Mensch, hier brauche ich doch nicht mehr liegen. Hier müssen wir jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt hier wieder runterfalle. Ja, schön Kristalle sammeln. Habe ich auch früher mal als Kind gerne gemacht, wenn ich irgendwo Kristalle gesehen habe, sofort gesammelt. Also ich liebe einfach Kristalle. Auch Steine habe ich früher ganz viele gesammelt. Auch wenn sie einfach nur schön aussahen. Hier müssen wir aufpassen. Wenn wir jetzt hier runterfallen mit dem Artefakt, das wäre fatal. Aber Obsidian, den gehe ich nämlich gerne noch mit. Und was ist das hier? Das ist bestimmt Schnee. Das sah ja vorhin auch, das sah total cool aus, ne? Mit dieser Atmosphäre auch. Das sah aus wie im Himmel. Ich muss ganz ehrlich sagen. Wow, der ist wieder da. Okay. So schnell geht das anscheinend. Hi, Bro. Und da kommt einfach ein neuer. Also so ist das, Leute. Wir werden mal ein paar mehr mitnehmen, auch für unsere Freunde. Vielleicht haben die ja auch Lust auf sowas. Also, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr habt gesehen, in Höhlen gibt es sehr gute Sachen. Artefakte, die man wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ich habe ein Gefühl, die braucht man später zum Beschwören des Bossgegners, diese Artefakte. Das heißt, wir werden uns mal daran setzen. Alle davon. Ihr seht ja schon... Carried at a time by an organism. Ne? Also, wir können nur eins von diesen zur Zeit im Inventar haben. Ja, und die haben wir in einer, genau, wie in einem Labyrinth hier gefunden. Und zwar in dem Tundra-Labyrinth. Und ich bin ganz der Meinung, es hat sich gelohnt. Tschüss, Dino Glasses. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier in die Höhle zu gehen, denn wir haben ein Artefakt gefunden. Wir können sogar, ich glaube, wir können nur eins nehmen, ne? Zum Beispiel das, ein zweites können wir gar nicht nehmen, steht ja auch hier. Geht nur eins zur Zeit. Aber trotzdem, ich würde gerne mehr davon nehmen, aber es geht anscheinend nicht. Also man muss hier wahrscheinlich schon mit mehreren Leuten hin, ist das Beste. Das heißt, wenn ihr einen Kumpel habt, sagt ihr, ey, komm mal mit mir hier hin. Das ist richtig gut. Weil dann seht ihr, bekommen wir einfach ein richtig geiles Artefakt. Und das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wie gesagt, es war mal so eine Adventure-Folge, beziehungsweise so ein bisschen gruselig auch, finde ich. Und ja, wenn ihr weiterhin, das war ja, habe ich mal auf Wunsch gemacht, weil viele mir das in die Kommentare geschrieben haben, fand ich auch echt toll. Also nochmal Dankeschön an die Leute, die mir das in die Kommentare geschrieben haben. Das war eine tolle Idee. Und wenn ihr weiterhin Ideen habt, könnt ihr die, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr meint, ach geil, da mach mal das und das, da musst du unbedingt hin, dann mache ich das auch gerne, wenn ihr da eine gute Idee habt. Ansonsten war es das wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.